Hallo, liebe Leute. Heute beschäftigen wir uns mit dem Thema Bruch, Dezimalzahl und Prozent. Stellt euch mal vor, ich habe ein Ganzes. Das Ganze kann ich sowohl als Bruch, als auch als Dezimalzahl, als auch als Prozent darstellen. Und es ist völlig egal, wie ich das Ganze darstelle. Der Wert von dem Ganzen, also wie viel das wert ist, bleibt immer gleich. Nehmen wir das Ganze mal am Beispiel eines Euros. So, hier ist der Euro. Stellt euch mal vor, ich habe einen Euro und dieser Euro ist mein Ganzes. Dann kann ich dieses Ganze, diesen einen Euro, als Bruch darstellen. Das wäre dann praktisch ein Eintel Euro. Ich kann diesen Euro als Dezimalzahl darstellen. Das wäre dann 1,0 Euro, weil Dezimalzahl heißt Kommazahl. Oder ich kann mein Ganzes darstellen als Prozent. Und weil es ja mein Ganzes ist, sind das 100%. Okay, so weit, so gut. So, mein Ganzes kann ich in viele kleine Teile aufteilen. Mit dem Beispiel Euro bietet es sich an, wenn ich den Euro aufteile in 100 Cent. Weil 100 Cent sind 1 Euro. So, das habe ich jetzt hiermit gemacht. So, dann habe ich das aufgeteilt in 100 Cent, 100 1-Cent-Stücke. Der Wert bleibt derselbe. Das ist völlig egal, ob ich sage 1 Euro oder 100 Cent. Der Wert ist dasselbe, weil für 1 Euro oder für 100 Cent kann ich mir dasselbe kaufen. Also ganz wichtig, der Wert bleibt derselbe. Gut, dann kennt ihr das mathematische Gleichheitszeichen. Das kennt ihr, und das Gleichheitszeichen bedeutet nichts anderes, als dass der Wert immer derselbe ist. Das heißt also, 1 Euro sind gleich 100 Cent. Also ob ich nur sage, mein Ganzes ist 1 Euro oder mein Ganzes sind 100 Cent, das ist eigentlich dasselbe erstmal. Wieder zurück zu unseren Brüchen, Dezimalbrüchen und den Prozenten. Also Brüche, Dezimalbrüche oder Prozent stellen die Anteile am Ganzen dar. Und ein Anteil bedeutet, wie groß ist der Teil von einem Ganzen, den ich bekomme oder abgeben muss oder sonst irgendwas. Also ich habe das Ganze und einen Teil davon. Das ist der Anteil. Nehmen wir mal wieder unseren Euro. Hier ist er. Und unser Beispiel. Zum Beispiel, ich habe einen Euro und du sollst jetzt von diesem Euro 3/5 bekommen. Von diesem Euro hier sollst du 3/5 bekommen. Ja, wie ist denn das jetzt mit diesen 3/5? Wie viel sind denn diese 3/5? Drück mir das Ganze nochmal mathematisch aus. Dann würde das heißen, 3/5 von einem Euro sind wie viel? So, wenn ich jetzt 3/5 von diesem Euro haben will, dann kann ich den nicht zersägen, das geht nicht. Also, oder habt ihr schon mal solche merkwürdigen kleinen Euro-Stückchen gesehen? Also 3/5 wären dann ja praktisch 1, 2, 3 Stückchen, jetzt so ungefähr. Das ist ein Quatsch, aber ich kann diesen Euro natürlich in 100 Teile aufteilen. Das werde ich jetzt auch mal machen, nämlich, das würde so aussehen, dass ich den Euro wieder in 100 Cent aufteile. Gut,
Jetzt ist das große, die große Frage, wie viel sind denn jetzt von diesen, von diesem Euro oder diesen 100 Cent 3/5? Um das auszurechnen, kann ich den Nenner auf 10 oder noch besser auf 100 erweitern. Das habe ich hiermit gemacht. Ich zeige euch mal, wie das jetzt mathematisch geht. Also ich habe praktisch 3/5 von einem Euro und erweitere diese 3/5 erstmal auf 10. 2 mal 5 mal 2 ist 10 und 3 mal 2, oben muss ich das auch mal mit dem Zähler, ist 6. Okay, jetzt habe ich hier aber 100 Cent Stücke. Also erweitere ich das am besten auf 100. So. 10 mal 10 ist 100. Und 6 mal 10 sind 60. Dann habe ich 60 Hundertstel. Jetzt zeige ich euch mal, wie viel das sind auf diesen Dingen. In einer Reihe sind immer 10. So, das sind 10 Cent, das sind 20 Cent, das sind 30 Cent, 40 Cent, 50 Cent und 60 Cent. Okay, dann habe ich praktisch 60 Hundertstel markiert. Also, eine kurze Zusammenfassung. Wir hätten eben gesagt, diese 100 Cent, die man hier sieht, das entspricht einem Euro. Also das ist gleich viel wert wie ein Euro. Also ein Euro sind gleich 100 Cent. Und du bekommst ja 3/5 von diesem Euro. Und wir hatten gesagt, um das besser sehen zu können oder besser auszurechnen, müssen wir gucken, dass wir den Nenner auf 100 kriegen. Und wir hatten auch gesagt, dass 3/5 60 Hundertstel sind. Soweit. Ich markiere nochmal ganz kurz diese 60 Hundertstel hier. Auf der Übersicht sind 30, 40, 50, 60. So, das würde praktisch 3/5 entsprechen. Jetzt gucken wir uns nochmal diesen Bruch an. Also, diese 60 Hundertstel, ich schreibe das nochmal hin. Ah, falsch. Andere Farbe, so. Die 60 Hundertstel. Diese 100 oder diese Hundertstel, die geben den Nenner, das ist der Nenner. Und der Nenner zeigt, dass das Ganze also dieses Ganze hier hat 100 Teile. Das heißt, wenn das jetzt ein Euro ist, dann ist das entweder ein Euro oder man teilt diesen Euro auf in 100 Cent. So, und der Zähler, der gibt an, wie viele Teile du bekommst von diesen 100 Stück. Das heißt, diese Teile bekommst du. Also von diesen 100 Cent würdest du jetzt, wenn das 3/5 sind, gehen wir das Ganze nochmal zurück, 60 Hundertstel, 6 Zehntel, 3/5, ist alles dasselbe. Du würdest praktisch von diesen 100 Teilen 60 Teile bekommen. Also würdest du bekommen 60 Cent. Okay, wir könnten auch schreiben,
drei Fünftel von einem Euro sind 60 Cent. So. Und jetzt gucken wir uns im nächsten Schritt an, wie wir diese 60 Cent als Dezimalzahl schreiben. So, wie sehen jetzt diese 60 Hundertstel, also die 3 Fünftel umgerechnet in 60 Hundertstel, wie sehen die nun als Dezimalzahl aus? Gut, wir wissen, dieser Hundertstel, das ist das Ganze. Und die 60 ist ja ein Anteil davon. Okay, und wir wissen auch, dass man Dezimalzahlen gerne mal in einem Stellenwertsystem schreibt. Und das möchte ich euch jetzt mal aufzeichnen. Das wird jetzt ein Weilchen dauern. Aber probieren wir es mal. Also, ich mache hier jetzt mal ein Stellenwertsystem hin. Vielleicht ist es ein bisschen schief. Hier haben wir eine Unterteilung, die ist ganz wichtig. Und hier machen wir eine Unterteilung, die nämlich die ganzen von den Anteilen trennt. So. Haben wir hier die Einer. Das sind die ganzen Zahlen. Also das Ganze oder auch die Zehner. Also zum Beispiel 1, 2, 3, 4, 5 für die Einer und die Zehner 10, 20, 30, 40. Oder 25, 35, 45. Gut. Und was wir hier hinten haben, das sind die Zehntel, das wird klein geschrieben, die Hundertstel und die Tausendstel. Ich schreibe es euch nochmal hin. Zehn. Hundertstel und Tausendstel. So. Ihr wisst ja schon, bei Dezimalzahlen gibt es immer ein Komma und das Komma steht immer an der Grenze zwischen den Ganzen. Das hier sind die Ganzen. An der Grenze zwischen den Ganzen und den Anteilen oder den, ja, wie soll man das sagen, den Teilen, die kleiner als 1 sind. Anteile kleiner als 1. So. Und jetzt gucken wir uns mal die 60 Hundertstel an. Die haben wir hier schon eingezeichnet. Und diese 60 Hundertstel sind kleiner als 1 Euro. Das heißt, kleiner als 100. Die 60, diese 60 sind kleiner als die 100. Das heißt, es gibt kein Ganzes. Da schreiben wir eine 0 hin. Und 60 besteht hier oben aus Zehnern und Einern oder beziehungsweise aus Zehntel und Hundertstel. So. Und deswegen schreiben wir die 60 hier rein. Also, praktisch wären dann die 60 Hundertstel Euro, die 60 Einhundertstel Euro wären 0,60 Euro oder, wenn man es eben in Cent umrechnet, hier jeden einzelnen umrechnet, wären das dann insgesamt 60 Cent. Gut. Noch ein ganz kleines, eine ganz kleine Anmerkung, wie man auch schneller noch auf die 3 Fünftel kommt, die wir ja ursprünglich hatten. Wenn ich zum Beispiel immer von diesen einzelnen Centstücken immer 20 zusammenfasse, das sind 20 Cent,
das sind auch 20 Cent. Und das hier sind auch 20 Cent. Dann sieht das folgendermaßen aus. So. Und ihr seht, wenn ich 20 und 20 und 20 und 20 und 20 Cent habe, habe ich wieder den gleichen Wert, nämlich 1 Euro, mein ganzes. Und ich hatte ja, also wir hatten ja, du solltest ja 3/5 bekommen. Und wenn du 3/5 bekommen solltest, dann wären das, das hier sind 5 Teile, 1, 2, 3, 4, 5, das sind die Fünftel, hier. Und 3/5 wären dann praktisch 20 Cent, 40 Cent, 60 Cent. Das sind die 3/5. Und hier sind wir bei den 60 Cent. Gut, soweit also die Übertragung in die Dezimalzahlen. Und dann machen wir gleich mit dem nächsten Schritt weiter, was das mit dem Prozent zu tun hat. So, wie gibt man jetzt die Anteile, also deinen Anteil von 3/5 Euro, in Prozent an? Deinen Anteil von 3/5 oder eben auch 60/100, wie wir ausgerechnet hatten, den kannst du auch in Prozent angeben. Gut, du weißt, 1 Euro ist das Ganze. Diese 1 Euro sind 100%. Oder du kannst auch sagen, dass diese 100% eben 100 Cent sind. So, hier haben wir sie wieder, die 100 Cent. Das heißt, 100 Cent sind 100%. Prozent heißt übrigens, Prozent heißt, wie viele von 100? In diesem, nicht nur in diesem Beispiel, sondern immer, wie viel von 100? Wie viel von dem Ganzen? Und der Bezugswert ist immer 100 bei Prozent. Also, das heißt, im Grunde genommen, welcher Anteil von 100? In diesem Beispiel sind 100% glücklicherweise 100 Cent. Du bekommst von diesen 100 Cent 60 Cent. Also von 100 Cent beträgt dein Anteil 60 Cent. Das bedeutet, dass dein Anteil beträgt 60%. Also in dem Beispiel waren jetzt 100 Cent 100% und deine 60 Cent sind 60%. Okay, soweit alles klar. Gleich kommen wir nochmal zu einer kleinen Zusammenfassung. Ich möchte euch aber vorher nochmal zeigen, wenn das hier, dieses Beispiel hier 100% sind, dann sind das hier 10%, 20%, 30%, 40%, 50%, 60% und 40% bleiben übrig. Die gehören mir. Gleich kommen wir noch zu einer kleinen Zusammenfassung. Fassen wir zusammen. Brüche, Dezimalbrüche und Prozent stellen Anteile dar. Ganz besonders Prozent sind sehr beliebt, um Anteile darzustellen, weil man da einen sehr schnellen und guten Überblick bekommt und nicht einfach sehr schnell kapiert, um welchen Anteil es geht, weil der Bezugswert immer 100 ist. Gut, gucken wir uns nochmal an. Wir hatten als Beispiel hatten wir diese 3/5 von den 1 Euro beziehungsweise den 100 Cent. So. Als Bruch hatten wir gesagt, dass man diese 3/5, um zur Dezimalzahl zu kommen, erweitern muss auf
Zehntel beziehungsweise auf Hundertstel. Und wir waren zu dem Ergebnis von 60 Hundertstel gekommen. Ich markiere euch das nochmal. Als Dezimalbruch stellt sich das folgendermaßen dar. Diese 60 Hundertstel bedeutet, es gibt keine Ganzen, weil das kleiner ist als das Ganze. Und es gibt 6 Zehner und 0 Hundertstel. Okay, das wären praktisch 0,60 Euro als Dezimalbruch. Man kann dazu auch sagen 60 Cent. Aber dann ist es kein Dezimalbruch mehr. Es ist kein Komma da. So, und das Ganze kann ich dann noch als Prozent angeben. Und da hatten wir gesagt, dass von einem Euro 60% gleich 60 Cent sind. Oder 60% Cent, 60 Cent entsprechen. Gut, zum Schluss noch eine kleine Übung. Da möchte ich sehen, ob ihr das wirklich gut verstanden habt. Okay, also bis gleich.